Oh, hallo meine lieben Märchenfreunde. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir hereinschaut. Heute zum 16. Juni habe ich eine Geschichte aus Island für euch. Zuvor ein Schluck Märchen erzählt und dann geht es gleich los. Mit der Geschichte, die da heißt, die sprechenden Schiffe. Zuweilen hört man ein Knarren im Schiff, auch wenn es Windstille ist und das Schiff im Dock liegt. Das ist die Sprache der Schiffe, die können nur wenige verstehen. Aber einmal war da ein Mann, der verstand die Schiffssprache. Er kam an die See, wo zwei Schiffe lagen, und dort hörte er, wie das eine sagte: »Lange sind wir nun zusammen gewesen, aber morgen wird es dazu kommen, dass wir uns trennen müssen.« »Es wird niemals geschehen, dass wir uns trennen«, sagte das andere Schiff. »Wir sind nun 30 Jahre zusammen gewesen und wir sind alt geworden. Wenn aber eins untergehen soll, dann werden wir beide untergehen.« Dennoch kommt es nicht so. »Gut ist das Wetter heute Abend, aber morgen wird es anders sein. Und es wird niemand hinausrudern, außer deinem Kapitän. Ich aber werde zurückbleiben und ebenso alle anderen Schiffe. Aber du wirst fahren müssen und niemals wiederkommen. Und wir werden niemals wieder hier zusammenliegen.« »Das wird nicht geschehen. Ich werde mich nicht von der Stelle rühren.« »Du wirst dich dennoch von der Stelle rühren müssen. Und diese Nacht ist die letzte, die wir beisammen sind.« »Niemals werde ich mich von der Stelle bewegen, außer mit dir zugleich.« »Das wird dir nichts helfen. Es müsste denn der böse Feind selber hinzukommen.« Danach sprachen die Schiffe so leise, dass der Lauscher an der Wand nichts mehr hören konnte. Am anderen Morgen war das Wetter sehr schlecht und keiner wollte fahren, außer einem Kapitän und seiner Schiffsmannschaft. Sie gingen an den Strand und viele mit ihnen, die aber schließlich nicht mit ihnen fahren wollten. »Euer Ölzeug im Namen Jesu«, sprach der Kapitän, wie es üblich ist. Die Matrosen gehorchten. »Schieben wir das Schiff vorwärts im Namen Jesu«, sprach wiederum der Kapitän, wie man's gewohnt war. Sie griffen zu, aber das Schiff rührte sich nicht vom Fleck. Da bat der Kapitän einige andere Matrosen, die dabei standen, zu helfen. Aber das nützte nichts. Da rief er alle Leute, die da waren, auf. Und einer stellte sich hinter den anderen und widersprach der Kapitän: »Schieben wir das Schiff«, und fügte die gleiche Bestimmung hinzu wie vorher. Aber das Schiff bewegte sich trotzdem nicht. Da rief der Kapitän ganz laut: »Schiebt das Schiff im Namen des Bösen!« Da lief das Schiff vorwärts, und zwar so mächtig, dass es nicht mehr zu halten war, hinaus aufs Meer. Dann fuhren sie los. Aber man hat dieses Schiff niemals wieder gesehen und auch nichts mehr von denen gehört, die darauf waren. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber. Musik